Herzlich willkommen. Aus Hamburgs Straßenbildern sind Sie nicht mehr wegzudenken. Und eigentlich ist das nicht nur eine gute Nachricht. Die Rede ist von den Verkäufern der Obdachlosenzeitschrift Hinz und Kunst, die im November 1993 erstmals in Hamburg verkauft wurde und in den Folgejahren in vielen anderen Städten nachgeahmt wurde. Anlässlich des 20. Geburtstages von Hinz und Kunst ist die Chefredakteurin Birgit Müller Gast hier bei Hamburg 1 im Studio. Herzlich willkommen erstmal. Gestern wurde ordentlich gefeiert. Und ich habe das schon so angedeutet, es ist vielleicht ja nicht nur ein Grund zu feiern, denn es muss sie immer noch geben, aber man kann sich schon freuen. Man kann sich freuen, aber es stimmt natürlich, Herr Schalthoff, dass es schöner gewesen wäre, wir hätten uns längst auflösen können. Das hatten wir am Anfang auch vor, aber daran ist nicht zu denken. Und es ist, gibt doch keine Anzeichen Marathonläufer geworden inzwischen. Ja, und es gibt doch keine Anzeichen dafür, dass das in den nächsten, was weiß ich, 5 Jahren irgendwie so kommen sollte. Wie geht's dem Projekt denn? Dem Projekt geht es gut. Jedes Jahr kämpfen wir darum, dass wir unser Geld zusammenkriegen. Wir leben ja halb vom Verkauf, halb von Spenden und sind immer sehr, sehr stolz. Wir sagen immer, unsere Gesellschafter ist nicht nur die Diakonie und die Patrioten, sondern unsere Gesellschafter sind eigentlich die Hamburger, die uns kaufen, die uns unterstützen und somit ermöglichen, dass wir jeden Monat auf den Markt kommen und auch so viel Hilfestellung leisten. Und deshalb denke ich, wenn wir an dieser Stelle dann auch mal die Spendennummer und die Kontonummer noch mal einmal ein, vielleicht können wir ein bisschen was dazu beitragen. Es ging los, glaube ich, mit 25 Verkäufern. Wie hat sich das dann entwickelt? Also schon im ersten Jahr hatten wir dann 300 Verkäufer und inzwischen haben wir fast 500. Und immer wieder sind ganz neue Gruppen hinzugekommen. Mhm. Wir haben angefangen mit Männern, die eigentlich eher Alkoholthemen hatten, haben dann Junkies mit aufgenommen. Mhm. Die meisten waren so Verlierer der Rationalisierung damals in den 90ern und eben auch Wiedervereinigungsverlierer. Es waren viele aus den sogenannten, heute ja nicht mehr so neuen Bundesländern. Ne? Ja. Und eigentlich ist es so geblieben. Immer hat sich so die politische Lage auch auf Hamburgs Straßen gezeigt. Mhm. Und wir haben immer wieder uns eben auch der Menschen angenommen, die da auf Hamburgs Straßen waren. Ich habe einen Moment vorher überlegt, wie man diese Frage formuliert. Wie wird man eigentlich bei Ihnen Verkäufer? Also man muss obdachlos sein, gut, ja, aber gehört eigentlich noch mehr dazu? Da kann dann jeder zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gerne auch verkaufen und dann ist das so. Also man muss obdachlos sein, das ist aber heutzutage auch schon nicht mehr so der Fall, sondern man kann auch Hartz-IV-Empfänger sein, weil wir ja inzwischen sehr viele Verkäufer und Hinz und Künstler haben, die schon eine Wohnung haben. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist ja ungerecht, wenn die noch weiterverkaufen dürfen und ein Hartz-IV-Empfänger, der in einer Wohnung wohnt, darf dann nicht verkaufen. Also der darf auch verkaufen, wenn er eben wenig Geld zur Verfügung hat und wenig Perspektiven hat. Und ansonsten ist das sehr unbürokratisch. Man muss aber allerdings auch ein bisschen Deutsch verstehen. Wir haben ja auch sehr viele ausländische Verkäufer, weil sich die Not, sagen wir mal, EU-Öffnung, viele Polen, Rumänen und Bulgaren haben wir ja auch. Und die müssen aber immerhin etwas Deutsch sprechen, sodass wir mit ihnen ein bisschen sprechen können. Was mich aus der Praxis auch noch interessieren würde, ist, wie regelt man das eigentlich mit den Standorten? Denn es ist ja eigentlich klar, liegt auch auf der Hand, es gibt gute und es gibt weniger gute. Es gibt, je nach Typ, ist der eine Standort für den hervorragend und für den anderen furchtbar. Es gibt zum Beispiel Leute, die verkaufen super gerne in der Innenstadt und haben diesen Rummel gerne und auch gerne ganz neue Leute, während andere lieber in einem kleinen Stadtteil verkaufen, wo es ruhig ist, wo sie immer dieselben Menschen treffen und dort auch ganz enge Bindungen aufbauen können. Wenn man ein bisschen über die politische Situation spricht, ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, da traute man sich in Hamburg wirklich den Versuch zu starten, Obdachlose unsichtbar zu machen, Bettelverbot. Haben wir heute eine Situation, eine gesellschaftspolitische, in der auf so eine Idee keiner mehr kommen würde? Also letztendlich eine größere Toleranz und eine größere Einsicht in die Problematik da ist? Also ich glaube, jeder, der versucht, Obdachlosen in dieser Stadt wegzudrängen, wird Schwierigkeiten bekommen. Das haben alle Politiker gemerkt, die das versucht haben. Zum Beispiel auch das letzte Mal auch mit Herrn Schreiber, der versucht hat, den Zaun um die Kerstin-Nieles-Brücke. Stimmt, das hat es auch. Es gab schon auch in jüngster Zeit noch solche Versuche. Ja, und trotzdem war es auch immer wieder so, dass diese mit denselben Menschen, die das auch versucht haben, haben wir auch immer wieder Kontakt aufgenommen. Also ich glaube, die Stärke von uns, also nicht nur Hinz und Kunst, sondern auch den sozialen Projekten, mit denen wir auch zusammenarbeiten in der Stadt, dass die Stärke ist, dass wir Kante zeigen, aber dass wir auch immer wieder gesprächsbereit sind. In den letzten Tagen wurde in Hamburg das Winternotprogramm vorgestellt mit, wenn ich das richtig gesehen habe und richtig verstanden habe, was der Senator erzählte, deutlich mehr Plätzen als noch im letzten Jahr. Sie sind zufrieden?
Das ist für uns eine ganz tolle Entwicklung, einerseits, weil der Senator bisher immer Wort gehalten hat. Das ist eine Qualität, die wir ihm sehr hoch anrechnen. Und er hat sozusagen mit fast derselben Platzzahl angefangen, mit der er es im Winter aufgehört hat, also im Frühling aufgehört hat. Unser Problem ist, jetzt gibt es ein Zweiklassensystem. Also die einen kommen in riesige Schlafsäle und die anderen kommen in Mehrbettzimmer. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Nach wie vor ist ungeklärt, was mit Familien passiert, was mit Frauen passiert. Das ist so ein bisschen noch so eine Grauzone. Aber da sind wir auch im Gespräch. Aber die Aussage stimmt, in Hamburg muss keiner auf der Parkbank schlafen, alle finden ein Dach über den Kopf. Naja, also sagen wir mal so, wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass je schlechter die Qualität einer Unterkunft ist, desto mehr Menschen gibt es, die da gar nicht erst reingehen. Und natürlich, da wir ja schon gezählt 2009, und wir haben inzwischen mehr Obdachlose, 2009 hatten wir 1029 Menschen auf der Straße. Wir haben 700 Plätze, also passen nicht alle rein, ist schon klar. Gut, das kann sich jeder ausrechnen. Aber sagen wir mal so, es gibt Anlaufstellen und wir wünschen uns auch, dass die Obdachlosen die annehmen. Wir haben eine politische Situation, in der der Senat auf jeden Fall das Thema ernst nimmt und wir auch mit sehr viel Nachdruck darauf drängen, dass das auch so bleibt. Herr Schiele wird sich über dieses Lob freuen. Trotzdem wundere ich mich über eine andere Zahl, die Sie mir auch verraten haben, nämlich, dass Sie nur in diesem Jahr, glaube ich, zwei Obdachlose in Wohnungen vermittelt haben. Also seit gestern sind es drei. Oh ja, super. Ist ein Drittel mehr, aber auch angesichts dessen, dass es vorher zwei waren. Ja, das ist bitter, ne? Das ist sehr bitter. Also selbst die Wohnungsbauoffensive des Senats kommt nicht hinterher. Aber es ist auch klar, wenn man einfach sieht, wie viele Sozialwohnungen im selben Zeitraum wegfallen. Ich glaube, bis Ende des Jahres allein 13.000 Wohnungen, Sozialwohnungen, die wegfallen, dann ist es eigentlich klar, dass die beste Wohnungsbauoffensive nur dagegen ankämpfen, gegen den Schwund ankämpfen kann. Und unser großer Wunsch auch an die Hamburger ist es, unser großer Geburtstagswunsch ist, dass die Hamburger sagen, hey, in unserer Nachbarschaft ist was frei. Da sollen doch Obdachlose oder auch Flüchtlinge einziehen. Wenn jeder Stadtteil das machen würde, dann wäre schon ganz Hamburg geholfen. Und jetzt, wir haben ja gerade gehört, dass an Sophienterrassen die Stadt ein großes Gebäude auch kaufen möchte. Ja. Und wir freuen uns sehr, sehr darüber, weil das eben auch mal in einem anderen Stadtteil ist. Ja. Es kann nicht sein. Ein mutiger Schritt, muss man, glaube ich, sagen. Ja, ein mutiger, aber ein richtiger Schritt. Ja. Weil ich finde, es kann nicht nur sein, dass die armen Stadtteile noch mehr Armut auffangen. Gerade ein Stadtteil, wo es wohlhabende Menschen ist, da passt das hervorragend hinein. Wir könnten uns jetzt so ein bisschen festreden, geht aber nicht, weil die Zeit um ist. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Denn in diesen Tagen gibt es ja viel zu tun, trotzdem zu uns zu kommen. Herzlichen Dank für den Besuch. Und Sie haben den Aufruf gehört, nicht? Nicht vergessen zum Geburtstag. Vielen Dank für Ihr Interesse.